Unser Team hat sich mal eine Auszeit für einen Tag gegönnt. Wir waren unterwegs im schönen Naherholungsgebiet Obere Saale, am schönen Stausee Hohenwarte. Wir wären aber nicht Saale Info TV, wenn wir nicht unsere Kamera und das Mikrofon dabei gehabt hätten. Pünktlich zu Beginn der Sommerzeit startete die Fahrgastschifffahrt Hohenwarte in die Saison 2024. Viele Veranstaltungen plant das Team um Falco Thiesel, von Schlager bis zum Feuerwerk. Aber befragen wir den Chef der Fahrgastschifffahrt selbst. Hallo und herzlich willkommen hier am Hohenwarte Stausee. Mein Name ist Falco Thiesel und ich möchte euch heute die Fahrgastschifffahrt Hohenwarte vorstellen. Unsere Flotte besteht aus drei Schiffen. Was wir anbieten: tägliche Rundfahrten über den schönsten Stausee. Unsere Abfahrtzeiten sind 10:45 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Da geht jeweils die anderthalb Stunden Rundfahrt los. Wir fahren bis zur Portenschmiede, Hopfenmühle und dann wieder zurück. Jedes Jahr haben wir selber Events, die wir anbieten, zum Beispiel das bekannte Stausee in Flammen. Dann haben wir eine Rammstein-Coverband dieses Jahr bei unserem Rockabend, eine Schlagerparty und verschiedene Mondscheinfahrten. Schaut einfach mal bei uns auf die Internetseite, da sind die Details alle aufgeführt. Unsere Schiffe kann man mieten. Wenn ihr was zu feiern habt, bei uns auf den Schiffen haben wir Platz für bis zu 250 Leute für Firmenfeiern, Hochzeiten, Vereinsausflüge, Lottogewinne, alles was Spaß macht, kommt zu uns, fragt uns, wir machen ein schönes Angebot und ihr macht euch einen schönen Abend. Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht, freuen uns auf eine spannende Saison und wir freuen uns auf euren Besuch. Bis bald. Im Anschluss an das Interview lud er uns zu einer Fahrt auf dem schönsten Stausee ein. Für das leibliche Wohl ist an Bord immer gesorgt. Werte Fahrgäste, zu Beginn unserer kleinen Thüringer Meerschiffsreise möchte ich Sie im Namen vom Kapitän und seiner Mannschaft auf dem Motorschiff recht herzlich an Bord begrüßen. Im grünen Herzen Deutschlands, im Tal der Saale, in einem der schönsten deutschen Naturschutz- und Erholungsgebiete ist dieser Stausee entstanden, dessen herrliche Lage und seine bezaubernde Umgebung wir Ihnen etwas vertraut machen möchten. Das MS Saaletal wurde 1927 in der Schiffswerft Johann Stauf in Oberkassel bei Bonn gebaut und 1965 umfassend umgebaut. Bis 1993 fuhr das Schiff bei Koblenz am Deutschen Eck als Rheinperle. Heute führt das Schiff die über 70-jährige Tradition der Schifffahrt auf dem Hohenwarte-Stausee fort. 175 Personen nehmen auf diesem Schiff Platz. Es ist 25 Meter lang, 5,85 Meter breit und hat ein Eigengewicht von 37 Tonnen. Der Hohenwarte-Stausee ist ein Teil der Saale-Kaskade, dem größten zusammenhängenden Stauseegebiet Deutschlands. Die Saale ist hier auf einer Länge von 80 Kilometern fünfmal hintereinander angestaut und bietet ein bedeutendes Potenzial für die Nutzung der Wasserkraft. Nachdem wir mehr als ein Drittel des Stausees befahren haben, heißt es nun nach 11 Kilometer Strecke zu wenden und nochmals die malerische Kulisse auf sich wirken zu lassen. Wir sind den Anblick des touristisch attraktiven Hohenwarte-Stausees gewohnt und erfreuen uns an den Möglichkeiten zur Erholung und Freizeitgestaltung. Doch man kann den Schmerz der ehemaligen Einwohner nur erahnen, die ihr liebgewonnenes Umfeld, ihre Häuser und Nachbarn aufgeben mussten. Einen umfassenden Einblick über die Neugestaltung des Saaletals erhalten Sie bei einem Besuch des ältesten Wasserkraftmuseums in Ziegenrück. Tausende erleben heute diese Landschaft als Camper, Angler, Touristen, als Urlauber. Wenn auch das alte schöne Flusstal nicht mehr besteht, so ist der Zauber des oberen Saalegebietes mit dem Stausee Hohenwarte als Labsaal für erholungssuchende Menschen nicht verloren gegangen. Außerdem sind volkswirtschaftliche Belange, Energieerzeugung und Wasserregulierung für die Elbschifffahrt nicht zu unterschätzen. Wir möchten uns verabschieden und bedanken uns für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns weiter oder kommen Sie doch selbst mal wieder zu uns.
zum Hohen Wartestausee. Wir ziehen ein Resümee. Wir können eine Fahrt mit einem der drei Schiffe nur empfehlen. Sei es eine Rundfahrt oder eine Fahrt bei den vielen Veranstaltungen am oder auf dem Stausee. Wir wünschen dem gesamten Team immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.